Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum ethischen Hacken und zu PHP. Wow, heute gibt's was Doppeltes und zwar in beide Serien rein. Ihr könnt euch also freuen. Und zwar wollen wir heute dieses Form hier hacken. Ja, und ich zeige euch natürlich dann auch noch, wie man das Ganze verhindert. Das heißt, wir wollen zuerst einmal uns angucken, was braucht man dazu? Naja, eine Seite ist anfällig, wenn sie diese PHP-Self-Variable hier benutzt. Dieses PHP-Self liefert uns, habe ich euch letztes Video erzählt, liefert uns die aktuelle Seite und zwar direkt in unserem HTML-Code. Das heißt, es wird als erstes dieses komplette PHP-Script bis zu dieser Spitzenklammer zu hier ausgeführt und danach wird diese Form sozusagen gerendert. Und was ich dann hier in dem Quelltext drin habe, Seitenquelltext mal anzeigen, ist folgendes. Wir haben hier mySiteIndex.php. Das ist einfach nicht dieses PHP-Script, was hier drin steht, aber es liefert mir eben genau das über diese, über dieses PHP-Script. So, und da könnte man verdächtig werden und sagen als Hacker, vielleicht ist es da ja ein bisschen anfällig, weil es dieses Ding hier benutzt. Ja, was wir jetzt also machen ist, wir sagen, okay, unser PHP-Script geht genau bis hinter die spitze Klammer und vor dieses Anführungsstrichle hier. Gut, dann machen wir doch hier einfach mal weiter. Und zwar unsere Seite geht weiter nach PHP, das macht man mit einem Slash, dann ein Anführungsstrichle und was wir jetzt machen ist folgendes. Wir beenden unsere, also dieses Anführungsstrichle beendet dieses Form Action hier. Dann beenden wir den Form Action, Form Tag hier. So. Und jetzt können wir ganz einfach ein Skript ausführen, indem wir sagen: Skript. Jetzt braucht ihr auch noch leichte Kenntnisse in JavaScript. Ich weiß, ich bin anstrengend, aber ja, Hacken will gelernt sein. Okay, und jetzt haben wir hier ein Skript, in dem können wir alles ausführen. Ich kann eure Browser-History auslesen, ich kann rausfinden, auf welchen Pornoseiten ihr gerade wart, ich kann, keine Ahnung, alles Mögliche damit machen, wie zum Beispiel einen Alert und euch ausgeben, du wurdest gerade gehackt. So, und jetzt sehen wir hier, wir haben tatsächlich einen Alert bekommen. Ich schiebe das mal wieder ein bisschen hoch. Wir haben einen Alert bekommen, dass wir gerade gehackt wurden. Das ist tatsächlich JavaScript, was da gerade ausgeführt wurde. Übrigens, warum ich das Ganze jetzt gerade über Firefox mache, ist folgendes. Chrome verbietet das Ganze, wenn JavaScript hier oben über Cross-Site-Scripting eben ausgeführt wird. Das verbietet Chrome mittlerweile, aber Firefox ist dann noch ein bisschen anfälliger. Der kann das noch nicht, aber macht auch nichts. Eigentlich ist es Auftrag von der Webseite und nicht von irgendwas anderem, dieses Ding zu verhindern. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Hier könnte, wie gesagt, jetzt alles passieren. Und ich habe gesagt, okay, hier sind wir. Wir wollen zuerst das hier beenden, dann wollen wir den Tag beenden, dann können wir JavaScript ausführen, so viel wir wollen. Und genau das hat es dann auch gemacht. Okay, wie verhindere ich das Ganze jetzt? Das tue ich, indem ich hier vor meine $Server-Variable hier ein bisschen was anderes mache. Und zwar möchte ich jetzt erstmal, ihr seht es hier oben, dieses komische Slash und so weiter und so fort und die Anführungsstrichle und die spitzen Klammern und die normalen Klammern und so weiter und so fort. Das soll bitte nicht als Code interpretiert werden, sondern als normale Buchstaben. Und das kann man in PHP machen, indem man sagt, wir wollen hier, also es gibt eine Funktion dazu im Prinzip, HTML Special Chars. Und diese Special Chars werden hier jetzt einfach mal drüber gerannt. Was das Ganze mit uns macht, ist folgendes. Es liefert uns einfach unspannend das Ganze als Buchstaben zurück. Was wir jetzt hier bekommen, ist, wenn ich das hier ausführe, einfach nichts. Es hat ganz normal funktioniert. Kein Alert mehr, kein gar nichts. Jetzt sind wir hier auf der sicheren Seite. Wunderbar. So, wir sind aber noch nicht fertig mit Cross-Site-Scripten. Das war eine Schwachstelle in unserer Webseite. Jetzt geht es noch weiter und das ist tatsächlich, also das hier oben mag vielleicht selten sein, dass eine Webseite sowas benutzt, aber jetzt geht es hier um die $Post-Variablen. Geht auch mit $Get-Variablen, da ist es sogar noch einfacher, da dran zu kommen. Was wir hier jetzt machen wollen, ist, wir wollen über diese $Post-Variablen unsere Seite hacken. Und das ist genauso einfach wie immer eigentlich, es ist wirklich nicht so schwer. Ich mache das jetzt mal wieder hier runter. Okay, überlegt euch mal, wo wir gerade sind. Naja, wenn wir hier den Namen auslesen bei $Post-Name, dann haben wir hier tatsächlich eine Variable und danach kommt logischerweise ein Semikolon. So, das heißt, wir wollen hier ein Semikolon hinhaben. Wir wollen nämlich den Rest hier gar nicht mehr ausführen.
das interessiert uns eigentlich alles überhaupt nicht. Egal, ob wir irgendwelche Fehler auf der Webseite kriegen, pff, scheiß drauf. Okay, was wir jetzt als nächstes machen, also jetzt haben wir quasi dieses Statement hier schon fertig gemacht. Also dieses Echo geht jetzt nur noch bis zu diesem Post. So, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt beenden wir das PHP-Script, also Fragezeichen, Spitze, Klammer zu. Jetzt sind wir hier unten und jetzt haben wir das PHP-Script fertig. Naja, und wenn wir das PHP-Script fertig haben, dann können wir ja wieder alles machen, was wir wollen. Und Viren sind meistens für Webseiten in JavaScript geschrieben. Das heißt, wenn ihr dagegen wirklich sicher sein wollt, dass euch die Webseiten, die ihr besucht, auch nicht verarschen, einfach ein NoScript runterladen oder sowas und alle Scripts erstmal blockieren. Okay, und hier fügen wir jetzt wieder mal den Alert rein. Hacked. Und so. Und wieder Ende vom Script. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, dann wie gesagt, wird hier einfach mal gesagt, okay, hier ist mein Statement zu Ende, danach endet mein PHP-Script und dann kommt, ups, ein JavaScript. Und wenn ich das jetzt absende, dann sehen wir wieder hier, wir wurden schon wieder gehackt. Naja, nicht so geil, die Webseite ist wirklich grausam, was Sicherheit angeht. Wie wir sehen, wird uns danach irgendwas Komisches angezeigt. Ganz, ganz seltsam, was ist da bloß passiert? Naja, interessiert uns nicht, was sonst noch angezeigt wird. Der Fakt, dass wir JavaScript ausführen können, ohne gefragt zu werden, einfach dadurch, dass wir Namen eingeben, ist halt wirklich gefährlich. Und deswegen, wenn ihr auf irgendwelche Post-Variablen oder irgendwelche Variablen vom Nutzer zugreift, dann müsst ihr die erstmal sicher machen. Der Nutzer, den kann einfach nicht getraut werden, das sind böse Menschen. Okay, was wir dafür machen, ist Folgendes. Wir sagen, wir hätten ganz gerne hier nicht die $Post-Variable in ihrer unverschleierten Hässlichkeit, sondern wir sagen erstmal, okay, wir schmeißen jetzt Leerzeichen raus. Das machen wir mit der Trim-Funktion. Trim schmeißt uns aus einem String Leerzeichen raus und liefert uns danach den restlichen String. Das ist schon mal gar nicht so übel. Aber wie wir wissen, für JavaScript braucht man nicht unbedingt Leerzeichen. Deswegen sagen wir hier strip slashes. Das entfernt uns die, oder konvertiert uns die, die Backslashes, nicht die Backslashes, sondern die normalen Slashes. Und das ist schon mal ganz geil, weil dann kann man zum Beispiel so Sachen wie JavaScript ausführen, nicht mehr so richtig ausführen. Okay, und jetzt sagen wir hier noch, wir wollen wieder diese Special Chars, HTML Special Chars. So, und genau das führen wir wieder auf derselben Variablen aus. So, und was am Ende rauskommt, ist ein String, der weder Leerzeichen noch Slashes noch diese Special Characters hat. Was dann am Ende wirklich bei rauskommt, ist Folgendes. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen hier. Oh Mann, muss ich das jetzt echt nochmal neu tippen? Okay. Halt erst das Semikolon, dann Ende vom PHP-Script, andersrum. Und dann ein Alert, ups, ein Script erstmal aufmachen, Script. So, und hier machen wir einfach nichts rein. Okay, was jetzt passiert ist Folgendes, wir kriegen das Ganze einfach hier ausgegeben. Das ist natürlich für einen normalen Hacker jetzt nicht wirklich spannend, so einen Namen irgendwie da ausgegeben zu bekommen. Ja, jetzt sind wir sozusagen sicher. Wir können das Ganze allerdings noch woanders machen, indem ich das einfach kopiere und hier einfüge. Bam, dann kriegen wir es immer noch ab. Das heißt, ihr müsst es wirklich bei jeder einzelnen Variable machen, die der Nutzer eingeben kann, damit eure Webseite einigermaßen dagegen sicher ist. Es gibt noch haufenweise andere unsichere Fälle. Aber ja. So, ich habe das hier einfach mal genau gleich wie hier oben auch gemacht und jetzt sind wir wirklich sicher dagegen. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Das heißt, Sicherheit ist wirklich enorm wichtig, wenn ihr hier über PHP irgendwas ausführt oder irgendwelche Variablen lest oder sowas. JavaScript genauso, keine Sorge. Ja, ich denke, da wird es noch viele Kooperationen zwischen den Serien geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch sowohl meine weiteren ethischen Hacken-Videos an und schaut euch natürlich auch meine Web-Development-Videos an und liked sowieso alles. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.